Okay, hi, zweiter Teil kommt jetzt. Wie wir sehen, auf der Messe sind alle Leute schick angezogen. So Andrew, Mio mit Sakko, Krawatte, alles tipptopp vom Allerfeinsten. Und hier sehen wir jetzt die Rocket-Experimentierstation. Also das sind alles Maschinen, an denen man selber rumprobieren kann. Also kommt was raus hier. Oh, da hat einer geschlampert und nicht leer gemacht. Aber das ist eben Messe, das ist geil. Und wie wir sehen hier, jetzt müssen wir nur noch einen Abklopfkasten suchen. Aber das ist alles kein Problem, machen wir gleich. Hier Matzermühle kann man auch umferkeln. Super. Wo tut man jetzt das hin? Am besten hier mit rein. So. Ja, okay. Ja, und hier hat es natürlich den klassischen Knockout-Drawer. Also Abklopfer, wie wir sehen hier, Konsistenz ist schon mal perfekt, super. Weil so sollte es ja ausschauen, kein matschiger Brei, sondern einfach richtig konsistent. Und ja, wie wir sehen, es wird überall geputzt, die Sauerei wird weggemacht, die ich jetzt hier mache. Und ja, hier haben wir jetzt auch die, gucken wir mal, ob da was rauskommt. Aber ja, jetzt mache ich schon wieder alles dreckig, aber... Der Dampf ist gut, also ich kann die Hand runterhalten, einwandfrei, perfekt. Sorry, I did a little bit of a mess, but I guess it's okay. Ja, und hier sieht man dann die Leute, wie sie arbeiten, clean. Und ja, das ist einfach geil. Also, ja, hier sehen wir unser Handhebelmonster. Ja, und das ist halt einfach genial, einen Dampfhebel so betätigen zu können, wie gesagt, mit der Dual-Boiler-Maschine. Das macht einfach richtig Spaß. Kann man jetzt hier richtig hantieren, als ich. Ich hoffe, das ist okay, aber es sind einfach geile Maschinen. Okay, also, ciao.